hallo, hier ist Frank, der Auspacker. Ich will heute mal wieder was Schickes auspacken. Wir haben hier so ein Basketball-Game. Ist für Kinder ab über 3 Jahre und für 2 Spieler. Ja, müssen wir mal gucken, ob das so schick auspacken kann. Das wird alles zugeklebt. Jetzt habe ich vergessen, das Messer rauszuholen. Aber das müsste eigentlich auch so gehen, hoffe ich mal. Ja. Wie man wieder sieht, viele Einzelbälle, viele Bälle. Und Genie brauchst du mal so hier hinten. Ist nochmal alles drauf erklärt. Die Punktzahl und was weiß ich alles. Oder ist die Hälfte, steht Cent, ich kenne das ja früher noch mit Punktzahlen. Ja, da gucken wir mal, ob wir das hier schnell zusammenbasteln können. Meine Nichte ist hier, die springt hier auch irgendwo rum, die wollte eigentlich mir dann mal helfen. Mal gucken, jetzt wird es ein bisschen laut oder bei euch knistern. Das sieht man schon mir, das ist das Bein, das ist hier nicht. Ich denke mal, das ist fatzi-fatzi. Ja. Das ist schon mal der Korb, das sehe ich schon mal. Juhu, ich habe schon mal was hier zusammengekommen. Und hier stehen ja nochmal die Punktzahl drauf. Also wie gesagt, ich kenne das noch, wo ich noch jung und knackig war. Da hat man das auch gehabt zu DDR-Zeiten. Ja, also ich spiele es einfach leicht zusammenzubauen. Ich hoffe, das hier doch wieder schön auseinander, dass man das in den Karton reinkriegt, wenn man mal nicht spielen will. Jo. Ach, hier brauche ich nicht aufpassen, dass ich hier nicht die junge Frau von hier hinüber mit drauf gehe aufs Bild. Ja. So, und hier haben wir dann die Spielteile. Und die müssen wir dann brauchen hier so komisch einhacken. Ja, das ist halt wirklich schade, dass hier nicht bequem ist. Wenn man das macht, damit wir ja nicht kaputt machen. Weil es ist ja nur Plastik. Aha, gut, einfach nur reinstecken, machen wir das hier mit. Reinstecken in das Spielgerät. Joho, und dann haben wir hier noch ein paar Bälle, unterschiedliche. Ach nee, die Jugend ja. Ich krieg's nicht auf. Ja, das wird auch nicht klar. Geht das mal weiter hier. Ich wollte gerade sagen, langsam, bis auf, dass die Bälle nicht rausfallen. Dass die deine Bälle nicht rausfallen. Ja, dann hat man den halt schon. Wie gesagt, schon unterschiedliche Bälle. Dann kann man hier mal. Ich will ja nochmal testen. So. Ja. Kann man auch nicht weg. Aber es sieht so aus, als wenn es funktioniert. Machen wir hier einen kurzen Cut. So, da testen wir mal rum. Einfach jetzt nochmal hier, was ist? Ich sag, wie weit wird das jetzt, wie weit ich das jetzt wegnehmen habe? Wie sind das? 10 cm, wa? So ungefähr. Das testen wir nochmal. Yay, also es schießt schon mal in die Richtung, wo es hin soll. Noch zu wenig. Yay, und es funktioniert. Wie gesagt, ich kenne das Spiel noch von DDR-Zeiten, aber das ist alles ein bisschen einfacher. Das ist jetzt hier Made in China, alles schön bunt und bla 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 bla. Ja, das war's heute von mir. Bis zum nächsten Mal. Auch der Frank. Hier seht ihr nochmal die Verpackung. Au, wo man das zu kaufen kriegt. Und pipapo. Packst der Butter in die Beschreibung rein. Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.